Servus Leute, grüßt euch. So, es ist wieder Sonntag, wir machen ein Reaction-Video. Ich versuche es mal so ein bisschen jetzt mehr durchzuziehen. Bevor wir kurz aufs Video kommen, möchte ich eine Sache sagen. Wir kommen gerade frisch aus Hamburg. Wir waren bei dem Brudi hier, bei Philo. Fährt auch Harley. Wir haben uns vor 3 Jahren in Fahr kennengelernt. Meine Frau war gestern da, die macht sich gerade selbstständig. Pan Inc. Könnt ihr gerne mal bei Instagram abchecken. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da auch pusht. Wir haben da bei Philo ein Coaching gemacht. Philo bietet sowas an. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, der tätowiert, der noch ein paar Tipps und Tricks irgendwie lernen will und so weiter. Wir waren da gestern den ganzen Tag. Wir waren da von, ich glaube, 8:30 Uhr bis, keine Ahnung, Mitternacht gefühlt. Philo hat sich den ganzen Tag Zeit für uns genommen. Nochmal viele Grüße auch an seine Frau, dass sie das mitgemacht hat. Wirklich vielen Dank dafür. Philo ist einfach ein Typ, ein Riesenherz, der Junge. Und Casablanca ist sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, absolut krass, was da abgeht. Ne? Die gerade Philo, ne, brutaler Tätowierer, finde ich mega geil. Also, ne, wie gesagt, wenn ihr euch ein Tattoo stechen wollt, in Realistic-Stil und so weiter und so fort, da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ihr werdet da komplett versorgt. Ja, das Studio ist cool, ne? Und die ganzen Leute da. Also ich muss da sagen, was da an geballte Kompetenz am Start, das ist unglaublich. Die haben da noch Nikasso, die haben da noch Tim. Ich werde die alle mal verlinken, auch unten in den Videos. Was da in einem Studio an Künstler arbeiten, das ist wirklich krass. Also da muss ich hier bei uns in Ostwestfalen, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich wirklich suchen. Wie gesagt, wir waren meiner Frau gestern da. Der eine Tag hat so viel gebracht, das ist echt unglaublich. Also es ist wirklich krass. Und ja, es sind einfach mega, mega coole Jungs und brutale Tattoos. Und ich kann es dir einmal zeigen. Das hat meine Frau gestern in Realistik gestochen, das Auge. Wenn ihr wüsstet, wo wir angefangen sind und was dieser Tag uns gebracht hat, das hat uns jetzt, glaube ich, um ein halbes Jahr nach vorne gebracht. Also, push den Jungen auch mal bitte. Ist auch in der Harley-Szene unterwegs. Den sehen wir auch in Bad Salzuflen auf jeden Fall. Jetzt am nächsten Wochenende, ich bin auch am Start. Da sind, weiß ich nicht, Harley, Martin und wie sie alle heißen, die ganzen Leute. Wir sind alle auch beim, oder viele von uns sind am How Dirty Stand. Auch Basti hier von dem Video gleich, von Harley Dorfkind, werden wir auch da sehen. Kommt vorbei, lasst uns ein bisschen Spaß haben, ein bisschen schnacken. Und ja, ich bin jedem dankbar, der uns da irgendwie unterstützt, supportet. Und ja, das pusht uns auf jeden Fall auch ein bisschen weiterzumachen hier. Und diese ganzen Videos halt immer zu machen, weil manchmal kommt man sich da auch ein bisschen bescheuert vor, aber macht dann irgendwie auch Bock, ne? Also Leute, wir quatschen jetzt nicht lange. Wir machen jetzt danach, ich glaube, ich werde jetzt mehr Reaction-Videos machen. Nicht ganz so viel labern, jetzt habe ich schon wieder voll viel gelabert. Aber jetzt in dem Video werde ich nicht so viel quatschen. Das war letztes Mal Feedback auch von euch. Da werde ich ein bisschen drauf achten. Also, hier geht es darum, Harley Dorfkind. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, ein Like da. Die Jungs müssen auf jeden Fall wieder Videos machen. Ich habe mir das durchgehend reingeknallt. Deren Videos, als ich noch keine Harley hatte. Und jetzt finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema heute: Castec oder Jackal. Super, super interessantes Thema. Wir sehen hier schon beides mal eine Streetlight, beides mal M8-Motor, beides mal 114, also der direkte Vergleich. Und da können wir mal gucken, ja, was die Jungs sagen, oder wir können es uns das mal anschauen oder anhören. Klar, es ist ein Video, ne? Ist immer schwierig. Ich stelle mir auch gerade die Frage: Ich fahre ak aktuell fahre ich eine Castec-Anlage. Muss aber sagen, live mittlerweile, jetzt kein Hate irgendwie oder sonst irgendwas an die andere Seite. Wie gesagt, ist alles hier mit Respekt. Ich glaube, aktuell finde ich Jackal besser. Ist meine Meinung. Beim M8-Motor und aber auch bei Twin Cam. Wir werden sehen, was dieses Video uns jetzt hier einmal zeigt. Also, schwarz Castec, rot Jackal. So, jetzt mal direkt von hinten.
Ja, hört sich auch geil an, ne? So, jetzt kommt der Basti. Ich habe mir gerade nur vorgestellt, die Nachbarn freuen sich wahrscheinlich, wenn sie die beiden erwachsenen Männer hier sehen, wie sie hoch und runter fahren und Videos von ihren Karren machen. Aber ey, das ist mega wichtig, dieses Ding. Ich habe mir das reingezogen. Es hört sich ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ein bisschen mehr nach Emotionen an, ne? Das ist mir letztens schon aufgefallen. Deswegen, ich komme da die ganze Zeit schon, bin wieder am Überlegen, jetzt die Kiste wieder runterzuschmeißen bei meiner Roadlight und wieder die Jackal drauf und ach, hör auf. Boah, es hört sich krass. Also ich habe das Gefühl, es hört sich satter an, ein bisschen brachialer. Es ist wirklich ein First-World-Problem, ne? Also das hört sich natürlich auch geil an, ne? Wie gesagt, das sind diese kleinen Nuancen, wo es immer, ich weiß auch nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade rüberkam oder ob ihr das gehört habt. Die haben ja sich gerade noch ein bisschen unterhalten und die haben auch gesagt, dass das wirklich ein krasser Unterschied ist. Also ich fand jetzt auch gerade in dem direkten Bereich, dass das noch echt nochmal ein Unterschied war wie Tag und Nacht, ne? Krass. Ja, ich will es dabei belassen. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit wieder irgendwie halbe Stunde Videos machen wie sonst, wo ich da irgendwie nur rumgequatscht habe oder dazwischen gequatscht habe. Nochmal, push die Leute. Abonniert den Kanal, haut die Glocke da rein, schreibt Kommentare drunter. Ich möchte auf jeden Fall, dass die beiden wieder ein bisschen mehr Videos machen, weil das hat ohne Ende Potenzial. Sowas finde ich richtig stark. Dann checkt auf jeden Fall nochmal die Seite von meiner Frau ab. Filu Casablanca. Und als nächstes Video, glaube ich, reacten wir mal auf ein Video von Harley Mudding. Das machen wir dann wahrscheinlich, wenn es um die Custom Bike Show geht. Da werde ich dann auch mal wahrscheinlich kurz zu sehen sein. Und ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Haut rein und bis dann. Ciao.